Nachdem Honda-Fahrer Leon Kamy im Sprintrennen von Buriram gestürzt war und sich am Knie verletzt hatte, musste er sich den zweiten Lauf der Superbike-WM in Thailand von der Box aus ansehen. Es stand zu befürchten, dass der Brite im schlimmsten Fall auch den Europa-Auftakt in Aragon am übernächsten Wochenende verpassen könnte. Doch Honda gibt Entwarnung und plant mit einem Comeback von Kamy in Spanien. Zurück in Europa habe sich der 32-Jährige, der für das Moriwaki Odier Honda Team fährt, medizinisch gründlich durchchecken lassen. Dabei sei festgestellt worden, dass die Verletzung am Knie glücklicherweise keiner Operation bedarf, um zu heilen. Zwar ist das Knie der aktuellen Stellungnahme zufolge noch geschwollen und schmerzt. Doch Kamy werde bald mit ein paar leichten Übungen und einer Physiotherapie beginnen, um in Aragon, 5. April, wieder dabei sein zu können. Es ist die dritte Saisonstation der Superbike WM 2019 nach den Läufen auf Phillip Island und in Thailand. In den insgesamt 6 Rennen konnte Kamy 2.13 Plätze verbuchen, einmal wurde er 10. Die Verletzung hatte er sich bei einem Sturz mit dem Wildcard-Piloten Tsipong Warokorn, Kawasaki, zugezogen, der vor ihm zu Boden gegangen war. Kamy konnte nicht mehr ausweichen, überrollte den Thailänder und kam daraufhin selbst zu Fall. Das Sprintrennen wurde in der Folge abgebrochen. Warokorn erlitt Verletzungen im Schulter- und Brustbereich. Er kam zunächst in ein Krankenhaus in Buriram, wo man feststellte, dass er sich 2 Brustwirbel gebrochen hatte. Tags darauf wurde Warokorn nach Bangkok geflogen und dort operiert. Erste Tests verliefen laut seinem Team positiv.